Hallo und willkommen zur Geisterstunde bei Scratches. Wir hören hier gerade ein Geklopfe. Michael ist in der Nacht erwacht. Es ist 12 Uhr in der Nacht. So sagt es der Spielstand. Scheiße, was ist hier los? Die Musik verheißt auch nichts Gutes. Können wir nicht einfach weiter schlafen? Das Dröhnen eines Hammers lässt mich nicht einschlafen. Verdammter Poltergeist! Gib doch Ruhe! Michael kann nicht schlafen! Tja, was macht man in so einem Moment? Ich würde sagen, wir gehen die Ghostbusters rufen. Alter. Das ist ja auch nicht viel leiser. Seine Fußstapfen. Geht Licht? Inzwischen? Den können wir noch nicht mal aktivieren hier. Ich denke, wir müssen es wagen. Shit. Kommt das von oben? Verdammte Axt. Wieso kann ich nicht in die Richtung gehen? Warum lässt mich dieses miese Spiel nicht zum Telefon runtergehen? Ich will doch die Ghostbusters rufen. Nein, offenbar nicht, denn wir können nicht rein. Und von hier? Hier können wir rein. Wir kommen auch nicht weiter. Es muss ganz offenbar von hier kommen. Okay. Die Elfenbein-Stoßzähne sind weg. Und hier? Das Klopfen hört auf. Aber diese fiese Musik auf den Ohren. Ich hoffe, es kommt bei euch so rüber. Aber ich habe echt keinen Bock, noch weiterzugehen bei dieser Musik. Sie wird etwas leiser. Wohin ist dieses Ding verschwunden? Hier unten liegt ein Hammer. Was haben wir da? Ein paar Kratzspuren. Scratches. Wurde aus meinem seltsamen Traum durch sonderbare Laute aufgeweckt, die durch das Zimmer hallen. Wie verdammt, das war nur ein Traum oder was? Dahinter ist eine Tür gewesen. Wie, was ist das denn jetzt für ein strange Kram hier? Her. Es ist immer noch 12 Uhr. Die Uhr geht ja eh nicht. Können wir bitte weiter schlafen? Ich muss erst herausbekommen, wo die kratzenden Geräusche herkommen.
Wieso musst du das? Du musst überhaupt nichts. Auf uns wartet ein schönes Bierchen. Morgen. Das Gekratze macht mich allmählich sehr nervös. Ja, das kann ich verstehen. Da kannst du doch bestimmt gut bei arbeiten. Oder? Es ist zu dunkel dafür. Achso. Achso, ich hatte gedacht, sich irritieren vielleicht diese Geräusche. Sag mal, ist das jetzt immer noch ein Traum? Michael, du träumst doch immer noch, oder? Komm. Mal gucken, ob wir diesmal die Ghostbusters rufen können. Oh Mann. Ich bin ja hier bei meinem zweiten Glas Rotwein angekommen. Ich genehme mir mal eben kurz einen Schluck. Ja, Entschuldigung. Ist ein recht diabolischer Wein, wenn man dem Etikett glauben darf. Er endet auf Del Diablo. Deswegen habe ich mich auch gleich mal verschluckt. Die Musik ist aber noch nicht besser geworden. Oh. Das Uhrenticken ist ja schon fast beruhigend. So, komm, wie ist die Nummer von den Ghostbusters? Doch, die Ghostbusters will ich anrufen. Er will niemanden anrufen um die Zeit. Na, zu anständig, der Michael. Okay, ich gehe wieder nach oben. Ich würde sagen, wir gucken einfach nochmal dort rein. Jetzt können wir überall hingehen. Sehe ich das richtig? Verdammt. Das Ding steht wie das Wort. Hat das Kratzen jetzt aufgehört? Warum? Okay, das kennen wir schon soweit. Er lässt sich nicht bewegen. Warum nicht? Haben wir vielleicht jetzt den Hammer? Nee. Schade eigentlich. Ich kann nichts Ungewöhnliches hören. Verdammt, Michael. Was träumst du hier für einen Scheiß? Ich will jetzt wissen, was hier hinter ist. Verdammt. Hm. Warum höre ich jetzt hier keine Kratze mehr? Ist das nur in unserem Zimmer? Ja, tatsächlich. Von wo kommt das denn? Ich weiß nicht. Hier draußen höre ich es nicht mehr. Das ist doch eigenartig. Gucken wir mal hier rein. Kommt diesmal von hier etwas? Nein. Hier sieht auch alles aus wie immer. Hm. Gehen wir mal nach oben. Immer noch keine Geräusche.
Kommt das denn jetzt von hier? Nee, die Tür ist immer noch zu. Ich dachte, es wäre vielleicht von hier. Schauen wir hier mal rein. Hier ist auch nichts Auffälliges. Hier sieht auch alles aus wie immer. Halt! Stand der Karton das letzte Mal auch schon so nah an der Tür? Der stand doch nicht vor der Tür, oder? Woher kommen jetzt die Geräusche? Gehen wir mal hier hinten noch gucken. Vielleicht von hier? Können wir hier mal rausgucken? So dunkel sieht das gar nicht aus. Für so spät. Hatten wir das Fenster nicht offen gelassen eigentlich? Ich weiß nicht. So, wir sind wieder hier. Hier ist nichts. Vielleicht aus dem Badezimmer? Nanü? Dieses Ding steht auf einmal hier wieder. War das nicht letztes Mal umgekippt irgendwie? Nee, das... Ach, das sieht nur aus der Perspektive so aus. Na gut. Na gut, hier ist irgendwie nichts. Wir gucken mal runter. Wir sollen doch jetzt nicht etwa in den Keller. Wo ging es zum Keller? Ging es hier hin? Oder ging es hier in die Küche jetzt? Nee, das war das Esszimmer. Aber hier wollen wir auch noch nicht gucken, aber hier sieht auch alles gleich aus. Die wollen uns auch jetzt in den Keller locken. Komisch nur, dass er seinen Traum eigentlich aus dem anderen Raum da hatte, mit der Galerie. Wollen wir es wagen? Der Keller muss stockdunkel sein. Ohne Licht kann ich da nicht hinuntergehen. Ja, Michael. Hättest du mal Kerzen gefunden? Oder aufstehen müssen wir den jetzt aber nicht, oder? Ach, ist schon aufgeschlossen. Ja, ja. Ja, und nun? Upsa. Sollen wir hier nochmal gucken gehen? Hier ist auch alles wie gehabt, oder? Nochmal ins Badezimmer rein.
Jetzt gucken wir hier durchs ganze Haus, um zu erkennen, dass wir nur bekloppte Träume haben wahrscheinlich. Gucken wir hier vielleicht mal raus. Traut er sich überhaupt raus? Wollen wir mal gucken. Ich will nicht nach draußen. Es ist schon kühl genug im Haus. Na toll. Ach, Michael. So, wo waren wir jetzt noch nicht? Licht von den Lampen. Ich dachte gerade irgendwie, das sind aus Vasen. So, hier drin waren wir glaube ich noch nicht. Kommen wir ins Arbeitszimmer hier. So, ja, hier ist auch nichts Auffälliges. War ich auch noch nicht. Tja. Können wir jetzt vielleicht hier einen Kamin anmachen oder so? Achso, ich bin noch nicht dran. Ah. Verzeihung. Nee. Na gut. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Kannst du jetzt rausgehen hier? Nein. So, jetzt waren wir doch hier überall, ne? Ja, das Ticken kommt von der Standuhr, das weiß ich inzwischen. Ich wollte doch nur... Immer noch Mitternacht. Hm. Okay. So, jetzt sind wir wieder oben. So, wir sind einmal durchs ganze Haus gestiefelt. So, dann würde ich sagen, können wir uns auch wieder hinhauen, ne? Michael? Warum hört man denn die Geräusche nur von hier? Ich muss erst einmal herausbekommen, wo die kratzenden Geräusche herkommen, ja. Die hört man leider nur hier. Sie kommen also nur aus seinem Kopf. Hm. Tja. Ich weiß nicht. Das Einzige, wo er jetzt vielleicht noch hingehen könnte, wäre der Keller. Aber da braucht er jetzt irgendwie Licht zu. So, das Kamindings ging nicht, haben wir gesagt. Vielleicht oben hier dieser Ofen, der da oben noch steht. Ob wir den jetzt anzünden können vielleicht. Und dann mitnehmen oder so. Wo war der drin? Hier. Probieren wir es mal. Weil was anderes fällt mir jetzt gerade echt nicht ein. So, hier. Gehen Sie mal dahin. Der muss doch für irgendwas gut sein hier. Nee. Keine Streichhölzer verschwenden. Nee, macht ja auch keinen Sinn. Tja, waren wir auf dem Dachboden eigentlich? Nee, da waren wir doch noch gar nicht. Oder? Nee, ich glaube, das hatte ich versäumt. Ah. So, hier ist aber auch alles beim Alten. Hm.
Kratzgeräusche oder was das auch immer sein soll, auch nicht her. Gehen wir mal noch einen Schritt nach vorn. So. Ne, das haben wir schon gemacht, will ich eigentlich gar nicht. Na gut, muss ich jetzt mal kurz anklicken hier. Ja. Keine Ahnung, was das Spiel wieder von mir möchte. Außer, dass ich mich jetzt wohl irgendwie gruseln soll. Ne, da hinten waren wir. Wir sind da hochgegangen. Achso, ich habe noch nicht versucht, diese Tür hier vorne aufzumachen. Glaube ich. Hier war ja auch noch eine. Aber genau, die geht jetzt genauso sinnvoll auf. Ach Mensch, liebes Spiel. Sag mir doch bitte, was zu tun ist. Ich hatte letztens übrigens auch mal diese Hilfe eingeschaltet. Das war jetzt bei diesem Kerzensuchzeugs. Aber ihr werdet es kaum glauben, aber es wurde jetzt keinerlei Hilfe irgendwas angezeigt oder so. Es war jetzt also genauso sinnvoll, wie ob man das jetzt eingeschaltet hat oder nicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht ganz, was ich jetzt hier tun soll. Ich bin so ratlos wie meistens in diesem Spiel. Tja. Da ging es jetzt auch nur in den Esszimmer wieder. Ja. I don't know. So, ich würde sagen, wir stellen uns hier vor die schöne Uhr. Bestätigen uns nochmal, dass es Mitternacht ist. Und dann versuche ich mal rauszufinden, was das Spiel von mir möchte. Würde ich sagen. Ob wir irgendwie in den Keller müssen oder... Ja. Wir werden es sehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, hallo, zurück zu Scratches. Es ist immer noch Mitternacht, wie ihr seht. Ich bin inzwischen bei meinem definitiv letzten Glas Rotwein angelangt. Ja, das liegt einfach daran, dass die Flasche leer ist. Der gute Casillero del Diablo. Ja, schönen Dank nochmal an den Kumpel, der mir den geschenkt hat vor kurzem. Wirklich ein leckeres Tröpfchen. Hilft bloß einem leider überhaupt nicht weiter hier den Kratzgeräuschen auf die Spur zu kommen. Was wir letztes Mal schon gemacht haben, durchs ganze Haus getigert. Ja. Ich probiere es jetzt noch einmal Ich starte jetzt mal in unserem Zimmer. Denn da ist der einzige Ort, wo man die überhaupt hört. Und darum geht es ja, Michael, schließlich. Ne, das sagt er zumindest. Also, weil, ne, ich würde da jetzt... Ist zwar anstrengend wahrscheinlich, bei dem Gekratze hier jetzt weiter pennen zu gehen, aber er sagt ja, er muss es herausbekommen. Wir können nicht nach draußen, wir können nicht in den Keller, weil es zu dunkel ist und wir haben ja eh nichts zu leuchten hier oder so. Ein Feuerchen wollte er auch nicht anmachen. Hier haben wir auch noch ein Feuerchen. Die Geräusche werden plötzlich lauter. Na gut, das muss Einbildung sein. Weil vom Sound jetzt hierher... Findet ihr das jetzt lauter? Naja, vielleicht ein bisschen. Soll mir das jetzt irgendwas sagen?
Ich gehe nochmal hier hin. Na gut, es ist doch... Es ist tatsächlich lauter. An der Ecke. Aha. Okay. Sind Sie das? Werte Haken-Nasendame? Ist ja nix. Die Tasche wird es wohl nicht sein. Soll das etwa aus dem Kamin kommen? Können wir hier ein Feuerchen machen? Nee, das haben wir noch nicht. Können wir hier mal vielleicht hinhören, lauschen? Oh. Ja, die Geräusche kommen von dort. Aber trotzdem kann ich ihre Quelle nicht bestimmen. Hä? Ja, toll. Und sonst hier in der Asche vielleicht? Nee. Toll, wir müssen jetzt hier mit dem Stethoskop abhören, oder was? Versuchen wir es doch mal vielleicht an dem Bild hier. Nee, das geht nicht. Ach Mensch, schade. Ja Mensch. Okay, sie kommen aus... Ob die vielleicht miteinander vernetzt sind, die Kamine? Ne, normalerweise haben die ja bestimmt alle einen Abzug irgendwie oder sowas. Dann ist jetzt mein Vorschlag, wenn er jetzt immer noch nicht pennen will. Nee, anscheinend nicht. Dass wir mal die anderen Kamine vielleicht abhorchen gehen. Weil eine andere Idee habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, wo haben wir denn noch Kamine? Unten auf jeden Fall einen. Ne, da haben wir sogar zwei, ne? Wir haben hier, glaube ich, einen. Genau. Den wollten wir ja schon anmachen. Was Michael leider nicht machen wollte. Boah, hier ist außer dem Ticken nichts zu hören, ne? Nee. Die Geräusche kommen eindeutig aus dem Kaminen. Wahrscheinlich durch irgendwelche Leitungen. Dann müssen die Geräusche von unten kommen. Aha. Wieso müssen die dann von unten kommen? Wegen den Leitungen? Oder was habe ich jetzt nicht verstanden? Das hört sich an, als wenn einer auf dem Whiteboard oder sowas oder auf so eine Schiefertafel was schreiben würde. Jetzt von unten kommen. Wegen den Verbindungen. Aber die gehen auch eher nach oben. Zum Schornstein. Oder nicht? Michael. Willst du jetzt doch in den Keller, oder was? Hm. Wir gehen mal noch den Kamin hier durchchecken, vielleicht. Ne, hier ist ja auch noch einer. Alles. Komischerweise kann ich aus diesem Kamin nichts hören. Aha. Ja, das ist wirklich komisch. Na gut, ich versuch's nochmal in den Keller zu kommen. Obwohl ich glaube, dass er da... Wieso kann ich denn jetzt nur so umständlich dahin gehen? Ich glaube, dass er da jetzt trotzdem runtergeht in die Dunkelheit. Unser Schisser Michael. So, komm. Mach ihn hier. Tür um Tür kommen wir dem Ziel näher. So, gehst du jetzt runter?
Ach Mensch, Michael. Ich kann es ja verstehen, ohne Licht hätte ich da auch keinen Bock runter, aber ne? Irgendwas muss ja passieren hier. Ja, und was machen wir nun? War hier noch ein anderer Kamin irgendwo oben oder sowas? Also hier ist ja keiner. In der Küche war keiner. In dem Zimmer da auch, auf definitiv nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich gehe jetzt, versuche jetzt nochmal, ob er sich jetzt pennen legt vielleicht. Oder ob wir noch irgendwie was anderes müssen. Merkwürdig. Von einem Augenblick zum nächsten sind die Geräusche nicht mehr zu hören. Oh, Michael. Kannst du jetzt endlich schlafen? Willst du noch ein bisschen was schreiben? Hat dich das jetzt genug inspiriert, dass du ein bisschen was schreiben kannst? Nee, ach, jetzt ist es zu dunkel. Okay. Ich gehe wieder ins Bett. Am zweiten Tag tobt ein wilder Sturm übers Land. Ich höre, wie die Bäume knarren, als würden sie unter dem peitschenden Regen aufstöhnen. Und ich gebe die Hoffnung auf, dass die Stromleitungen schnell repariert werden. Nicht so pessimistisch, Michael. Oh, man sieht tatsächlich den Regen. Animierter Niederschlag in Scratches. Ja, liebe Leute, ihr seht richtig. Jawohl, wir haben die Nacht überstanden. Es ist ein neuer Morgen. Und auch wenn Michael nicht dran glaubt, kommen wir vielleicht bald in den Genuss von Strom. Ne? Ansonsten machen wir uns hier noch so eine Leitung und schnappen uns so einen Blitz hier. Ja, ich trinke lieber noch einen Schluck und verabschiede uns mal. Ah, so. Ja, ich sage dann mal bis zur nächsten Folge. Ne? Neuer Morgen, neues Glück. Und wir schauen der Harren der Dinge, was da kommen möge. Bis dahin. Ja. Bleibt nicht im Regen ohne Regenschirm. Ciao, ciao.